Willkommen zu einer neuen Folge auf Chunksys Corner. Heute haben wir mal ein Interface für einen, für einen Computer, wo Interfaces relativ schwer zu bekommen sind, also die Originalinterfaces, für den TI-994A, Texas Instruments 994A. Wir haben hier das sogenannte Nano-PEB. Die Abkürzung heißt Nano Peripheral Expansion System oder Box. Die Nano, die PEB ist im Original ist ein großer Kasten, wo Steckkarten drin sind und wo diverse Module zur Verfügung stellen, RS-232 Drucker, Modul, Speichererweiterung und Floppy Controller. Floppy Controller wäre natürlich super, weil dann bringt man leichter Programme auf dem Rechner. Dieses Gerät hier ersetzt nun dieses Peripheral Expansion Bus und ja, was das genau ist, stelle ich jetzt mal vor. Wir haben hier eine kleine Platine. Hier haben wir den Anschluss, der kommt praktisch seitlich in den TI-99 rein. Wir haben hier die Aktivitäts-LED, ein Power-LED und die zwei für den Schreib- und Lesezugriff. Das ist praktisch nur ein Kompakt-Flash-Leser, der hier auf die Platine aufgesteckt ist. Die eigentliche Platine ist unten drunter mit den Bausteinen. Wir haben hier einen RS-232-Anschluss. Wir haben hier einen Ein-Ausschalter für die Karte. Dann haben wir hier noch den Stromanschluss, ist ein 5-Volt-Anschluss, da der TE nicht genügend Strom bringt, damit man das ohne betreiben kann. Genau, das ist jetzt das, was man sehen kann. Was das Ding genau kann, ist folgendes, es emuliert drei Diskettenlaufwerke. Die drei Diskettenlaufwerke werden mit sogenannten Volumes gefüttert. Die Volumes sind hier auf der Karte. Für das Beschreiben der Karte braucht man spezielle Software, da das hier nicht in einem Format ist, das für den PC normalerweise lesbar ist. Also man kann nicht einfach die Karte in den PC reinschieben und was drauf kopieren. Wenn man die Karte einschiebt, dann sagt er, dass die erst formatiert werden muss, also braucht man spezielle Software dafür. Also es gibt Disk 1, Disk 2 und Disk 3, die dann mit Volumes gefüttert werden. Das kann man dann aus Basic machen oder halt mit der Zusatzsoftware. Was haben wir noch da drauf? Da haben wir noch eine 32K Speichererweiterung, die für viele Sachen benötigt wird, unter anderem für Spiele und für zum Beispiel für die Assembler Cartridge, also Editor Assembler. Benötigt die läuft ohne Speichererweiterung nicht. Genau, dann haben wir hier noch einen RS-232-Anschluss. Das ist im Sprachjargon vom TI ist das eine SIO-Schnittstelle und ist ganz normal kompatibel zu RS-232. Es gibt dafür Software und die üblichen Kabel und man kann ganz normal darauf zugreifen. Das sind eigentlich die wichtigsten Funktionen. Wie das dann am Rechner aussieht und wie man darauf zugreifen kann, zeige ich nachher kurz. Weiter geht's mit dem Nano-PEB für den TI-994A. Wie man sieht, ist es jetzt hier angeschlossen. Expansion Bus. Hier sieht man auch schon das Aktivitätslämpchen, also Stromlämpchen, ist es eingeschaltet. Hier mit dem Schalter. Muss man immer vorher einschalten, hinten den Strom ran. Karte muss drin sein, einschalten, das Lämpchen muss leuchten und dann kann man den TI einschalten. Schalten hier mal ein. Ich habe hier die Extended Basic Cartridge drin. Und schauen wir mal auf den Bildschirm. Wir sehen hier schon, dass das Nano-PEB erkannt wurde. Und wir drücken mal eine Taste. Und wenn wir jetzt TI Extended Basic auswählen, dann landen wir
in ein Programm, das auf der ersten Disk abgelegt ist, auf dem CF7 Plus Manager. Das ist ein Programm, mit dem kann man die Images verwalten. Wir können kurz mal reinschauen in die einzelnen Funktionen. Hier sieht man, was man machen kann. Copy, Move, Delete und Recover. Die 3 und 4, die sind nicht interessant, die fallen auch in der zukünftigen Version weg, wurde gesagt. Dann gehen wir eins zurück. Dann schauen wir mal in die Volume Utilities. Hier haben wir die Optionen Catalog, Backup, Erase, Rename, Format und List. Zum Beispiel mit Catalog kann man sich den Inhalt der Volumes, also der Disk, der Volumes anzeigen lassen. Hier sieht man praktisch den Inhalt der Volume 1. Gehen wir nochmal eins zurück. Dann kann man eben sich die einzelnen Volumes auflisten können. Wir sehen hier, dass hier nur auf Volume 1 und Volume 2 was ist. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wir wollen Volume 3 jetzt formatieren. Das geht dann einfach mit 5. Und wir wollen Volume 3 formatieren. Enter, yes. Wir wollen kein Verify. Genau. Und das war es auch schon. Jetzt, wenn wir List sagen, dann sieht man hier die Zahlen. Ich habe keinen Namen vergeben, dass die Volume jetzt formatiert ist. Wir gehen eins zurück und kann ja, Volume umbenennen. Man kann eins löschen. Die normalen Funktionen, die man sich so vorstellen kann. Dann schauen wir noch unter Punkt 3 rein, Miscellaneous. Dann kann man Volume schützen. Und man kann noch die Farben vom Programm ändern und man kann sich noch die Daten der Kompaktflashcard anschauen. Man sieht hier maximal Volume 5017. Kommt dem daher, ist es eine 4 GB Kompaktflashkarte. Genau, dann gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü. Dann starten wir mal neu. Und dieses Mal gehen wir ins TI Basic, damit man dort auch sieht, wie das funktioniert. Es werden 3 Disks emuliert. Wir haben hier eine Volume, also den Disks ist jeweils eine Volume angewiesen. Und auf der ersten Volume, in dem Fall hier, ist ein Catalog-Programm. Das können wir jetzt mal starten. Genau, jetzt wird mal gefragt, wir wollen mal den Inhalt von Disk 2 haben. Genau, jetzt werden die Daten aufgelistet von der Disk. Wir könnten jetzt auch unsere vorhin erstellte, formatierte dritte Volume, zum Beispiel den dritten Diskettenlaufwerk zuordnen. Das funktioniert dann wie folgt. Dann gibt man den Befehl ein Call Mount, Klammer auf, Disk 3 und das ist das dritte Volume, also 3,3. Enter. Dann können wir nochmal den Katalog aufrufen. Jetzt Quatsch. DSK1. Katalog. Run. Und wir wollen jetzt den Inhalt von 3. Wir werden jetzt natürlich nichts sehen, weil nichts drauf ist. Genau. Available 1598, used 0. Und so kann man mit diesem Call Mount kann man die Volumes den Disks zuordnen. Man kann auch von hier aus formatieren. Das wäre dann Format, DSK, bla bla bla. Und ja, man kann von hier aus dann ganz normal die Programme starten.
zuordnen, die Programme zu den Volumes würde ich empfehlen, entweder mit den Task-Tools, wie in meinem Artikel beschrieben, oder mit dem Programm, das aussieht wie der Norton Commander. Mit dem geht es viel einfacher und man hat hier dann doch einen ganz schönen Zugriff auf eine Menge Software. Ja, das war das Wichtigste zum Nano PEB für den TI-994A. Und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.